für über 570 Helferinnen und Helfer aus 46 Ortsverbänden des THW-Länderverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland war die Nacht zum Sonntag des 2. Februar 2014 sehr früh zu Ende. Bereits um 5.30 Uhr trafen sich die Einsatzkräfte in Frankfurt, um die höchste Hochhaussprengung, die je in Europa durchgeführt wurde, zu unterstützen. Das aus den 70er Jahren stammende AFE-Hochhaus der Goethe-Universität wurde gesprengt. Hierzu sperrten die Helfer zwei Sicherheitszonen im Umkreis von 135 und 250 Metern um das Gebäude ab und bauten Absperrungen auf. Zudem unterstützten sie die Logistik und versorgten die über 900 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienst, technischem Hilfswerk und der Abbruchfirma mit Verpflegung. Über 30.000 Schaulustige wohnten laut Polizeiangaben dem Spektakel bei. Auch das Medieninteresse an dieser Sprengung der Superlative war enorm. Um 10 Uhr und 4 Minuten war dann der große Moment gekommen, auf den die Verantwortlichen über mehrere Monate hingearbeitet hatten. Sprengmeister Eduard Reisch drückte auf den Auslöser und brachte das 116 Meter hohe Gebäude mit 950 Kilogramm Sprengstoff binnen weniger Sekunden zum Einsturz. Zuerst kollabierte die äußere Hülle des Gebäudes durch die Sprengung der tragenden Pfeiler in den Kellergeschossen sowie im 5. und 17. Stockwerk. Danach fiel der innere Kern mit den Aufzügen und Treppenhäusern. Bei der Platzierung der Sprengladungen in den über 1400 Sprenglöchern halfen in der vergangenen Woche auch 10 ehrenamtliche THW-Sprengberechtigte. Lehrbuchmäßig und wie von den Experten zuvor berechnet, fielen die 50.000 Kubikmeter Stahlbeton in sich zusammen. Vom AFE-Hochhaus ist nur noch eine Menge Schutt und Staub übrig. Der AFE-Turm mit seinen 38 Stockwerken und der spektakulären Aussicht auf die Frankfurter Skyline ist nun für immer aus dem Frankfurter Stadtbild verschwunden.